Musik und Wort aus der Niederkirche in Bern. Schön, dass Sie heute am dritten Advent mit uns feiern, wenn wir Musik aus der Barockzeit mit biblischen Texten ins Gespräch bringen. Die Musik, die Sie heute hören, stammt ausschließlich von Heinrich Ignaz Franz Bieber, einem böhmischen Komponisten und Geigenvirtuosen, der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gelebt hat. Wir hören aus zwei Werken die ganze Partia Nummer 5 in G-Moll und dann aus dem Zyklus der Mysteriensonaten die erste und vierte Sonate. Sie werden interpretiert von Moi Zagal, von Andreas Heiniger und von Thomas Leutenecke. Es gibt eine Besonderheit in der Musik von Heinrich Ignaz Franz Bieber. Es gibt Stücke, da muss die Geigerin oder der Geiger die Saiten anders stimmen, als sie das gewohnt sind. Offensichtlich hat Bieber nach besonderen Klangformen gesucht, nach anderen Stimmungen. Und das ist letztlich das, was wir auch suchen, wenn wir Sie jetzt einladen zu Musik und Wort. Dass Sie vielleicht in eine andere Stimmung kommen, in die Adventsstimmung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei den Tönen hier aus der Niederkirche. Thank you.
Wir zünden ein Licht an im Namen Gottes, der die Welt erleuchtet und uns den Atem des Lebens einhaucht. Und wir zünden ein Licht an im Namen des Sohnes, der die Welt errettet und uns seinen Frieden schenkt. Wir zünden ein Licht an im Namen des Heiligen Geistes, der die Welt umfasst und unsere Herzen beschwingt. Drei Lichter für den dreieinigen Gott der Liebe, Gott über uns, Gott neben uns, Gott in uns, der Anfang und das Ende, die ewige. Amen. Wir hören als Lesung den Psalm 8 und danach die Verkündigung an Maria, zuerst in der Sprache der Musik mit der ersten Sonate der Mysteriensonaten und dann in der Erzählung des Evangelisten Lukas. Für den Chormeister nach dem Kelterlied ein Psalm Davids. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du deine Hoheit über den Himmel gebreitet hast. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet deiner Widersacher wegen
um ein Ende zu bereiten dem Feind und dem Rachgierigen. Wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gesetzt über die Werke deiner Hände, alles hast du ihm unter die Füße gelegt, Schafe und Rinder, sie alle, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was da die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name in allen Landen.
aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann aus dem Hause Davids mit Namen Josef. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Und der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Schau auf Elisabeth, deine Verwandte. Auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat für sie, die doch als unfruchtbar galt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria: Ja, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel verließ sie. Begnadet. Das Adjektiv steht im Nachruf auf den legendären Fußballer und in der Vorschau auf die große Trapezkünstlerin. Und das Adjektiv kommt mir auch schnell in den Kopf, wenn ich euch dreien beim Spielen zuhöre. Begnadet meint dann besonders begabt. Begnadet, sagen wir, wenn jemand etwas kann, was wir selbst nie so könnten. Und was kann denn Maria, was wir nie könnten? Besteht ihre außergewöhnliche Fähigkeit darin, dass sie sich fügt, statt sich aufzulehnen? Oder ist es ihre jugendliche Unbeschwertheit, die sie auszeichnet? Warum fällt die himmlische Wahl ausgerechnet auf sie? Die Begründung dafür fehlt in der Geschichte, und gerade dies ist ihre versteckte Pointe. Sie wird dadurch zu einer Geschichte, die auch uns passieren kann. Offensichtlich braucht es keine Sonderbegabung, um etwas von Gott auf die Welt zu bringen. Das Zutrauen Gottes genügt. Als Maria den Gruß des Engels hört, du Begnadete, sinnt sie darüber nach, was er bedeuten könnte, erzählt Lukas. Das tönt so gemütlich, ein bisschen sinnieren, ein bisschen die Gedanken schweifen lassen, ein bisschen über Gott und die Welt nachdenken. Aber nein, großes Erschrecken bei Maria. Was um Himmels Willen hat das zu bedeuten, dass ausgerechnet sie jetzt gefragt ist? Angesprochen von einer Stimme, die sie noch nie gehört hat. Ins Erschrecken hinein spricht der Engel das Schlüsselwort der Weihnachtsgeschichte: Fürchte dich nicht. Ohne diesen Zuspruch, fürchte dich nicht, müssten Menschen vor Gott in Ehrfurcht erstarren.
Ohne diese Einladung blieben Himmel und Erde unverbunden, der Mensch in misstrauischer Distanz zu Gott und Gott in unüberwindbarer Ferne zum Menschen. Mit seinem "Fürchte dich nicht" kündet der Engel die Überwindung der Distanz an. Das Wort "Fürchte dich nicht" ist auch für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen entscheidend. Es ist nötig, damit wir Vertrauen fassen können. Fürchte dich nicht. Von einigen Ängsten wissen wir, wo sie herkommen. Aus schwierigen Erfahrungen, die wir nicht noch einmal machen möchten, nicht noch einmal so beschämt werden, nicht noch einmal so im Stich gelassen werden, nicht noch einmal so bevormundet werden. Von anderen Ängsten ahnen wir höchstens, was ihr Ursprung ist, frühkindliches vielleicht, und vielleicht eingeübte Muster, die einen Einfluss darauf haben, mit welcher Vorsicht wir die Absichten prüfen, mit denen sich uns andere Menschen nähern. Dabei merken wir, wie sich das "Fürchte dich nicht" oft in kleinen Zeichen verbirgt. Im Zeichen des Zutrauens etwa: "Würdest du für mich?" Im Zeichen der Anteilnahme: "Wie geht es dir jetzt?" In Zeichen der Wertschätzung: "Das macht mir Eindruck." In Zeichen der Geduld: "Das macht doch nichts." Da kann ich Vertrauen fassen. Da, wo ich spüre, dass andere mich ernst nehmen und mir meine Eigentümlichkeiten nicht vorhalten. Ich kann mich einlassen auf andere, wenn ich erwarten darf, dass sie großzügig sind mit mir. Wenn es anders ist, wenn ich davon ausgehen muss, dass jemand mein Versäumnis wie ein Pfand aufbewahrt, das er zu gegebener Zeit einlösen kann, dann kann ich ihm sein "Fürchte dich nicht" nicht glauben. Und wenn ich ahne, dass jemand meine Schwächen registriert, um sie dann im passenden Moment triumphierend als Trumpf einsetzen zu können, dann bleibe ich in vorsichtiger Distanz. Es ist ein Machtspiel, das zu unseren Beziehungen gehört, dieses instinktive Rechnen, wer wem was schuldig bleibt. Manchmal hegen wir und pflegen wir einen Groll, weil er uns erlaubt, uns moralisch überlegen zu fühlen. Und manchmal wappnen wir uns mit alten Geschichten, um in Auseinandersetzungen mit ihnen fechten zu können. So wirklich froh machen sie uns nicht, diese Rechnereien, und trotzdem fällt es uns schwer, auf sie zu verzichten und einander zu begnadigen. Und weil wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen so funktionieren, malen wir uns aus, dass das zwischen Gott und uns auch so funktioniert. Gott eindeutig, wir zwiespältig. Gott überlegen, wir unterlegen. Gott groß, wir klein. Gegen diese Vorstellung kommt biblischer Einspruch vom Psalmbeter, dessen Worte wir eingangs gehört haben. Er besitzt die Unverfrorenheit, unter dem sternenklaren Himmelszelt zu behaupten: "Du Gott hast den Menschen bloß um ein weniges geringer gemacht als Gott. Du krönst ihn mit Ehre und Hoheit. Du legst ihm Verantwortung in die Hände." Und der Einspruch kommt eben auch aus dem Mund des Engels: "Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du Begnadete." Maria wundert sich, was der Gruß zu bedeuten habe. Und wir? Nimmt es uns auch Wunder, was dieser Gruß zu bedeuten hat? Schließlich ist das doch der Gruß, mit dem uns Gott ins Leben gerufen hat.
du Begnadeter. Es ist der Gruß, mit dem uns Gott in den neuen Tag schickt und mit dem er uns abends einschlummern lässt. Du Begnadeter. Der Gruß wurde uns mit dem Taufwasser auf die Stirn geschrieben. Du Begnadete. Was bedeutet er? Was bewirkt er? Das könnte einen schon Wunder nehmen. Und so wecken wir und nähren wir eben diesen Wunder. Zum Beispiel mit unseren Adventsbräuchen und Weihnachtszeichen. Wir nähren die Neugierde mit Tönen und Worten, mit Sternen und Glocken, mit Lichtern und Geschichten, damit wir herausfinden, was wir als Begnadete auf die Welt bringen dürfen. Was ist es, dieses Einzigartige, das es nicht gäbe ohne dich und ohne mich? Was ist es, dieses Unverwechselbare, zu dem wir stehen dürfen, weil Gott zu uns steht? Ist es wohl unser Zwinkern, das erheitert, unsere Idee, die anregt, unsere Geduld, die entlastet? Ist es unser Dranbleiben, das tröstet, oder unser Loslassen, das befreit? Ist es das Wort, das klärt, die Frage, die herausfordert, die Sorgfalt, die Vertrauen einflößt? Ist es wohl unsere Fähigkeit, uns zu fügen, oder unser Talent aufzubegehren? Das alles sind keine Bestleistungen, mit denen wir uns dann das Attribut begnadet verdienen. Aber es sind Eigenleistungen. Es ist unsere Eigenart, und dieser Eigenart traut Gott zu, dass sie Heilsames auf die Welt bringen kann. Unsere Eigenart muss den Vergleich nicht scheuen, denn sie darf den Zuspruch des Engels beherzigen: Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Amen. Thank you.
Wir beten. Du Schöpfer der großen Welt, du Geistkraft in unserer Seele, du kennst die Fragen, um die unsere Gedanken kreisen. Was bin ich wert? Was bleibe ich schuldig? Was wird aus mir? Deine Antwort kommt aus dem Mund des Engels. Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade gefunden. Öffne unser Herz für dieses Geschenk. Gott, kennst unsere Rechnungen, die heimlich gehüteten und die eifrig verdrängten, die abgegoltenen und die unerledigten. Mach du uns einen Strich durch die Rechnungen. Ermuntere uns dazu, großzügig zu sein mit anderen und mit uns selbst. Schick du deine Engel aus, zu den Menschen, die in Angst leben müssen, weil sie im Krieg um ihr Leben fürchten, weil sie im Spital auf ihre Diagnose warten, weil sie zu Hause von Gewalt bedroht sind. Lass sie Auswege finden, Widerstandskräfte mobilisieren, Hilfe antreffen. Weil bei dir nichts unmöglich ist, wagen wir es, uns der Hoffnung auf eine andere Welt anzuschließen. So malen wir uns Frieden aus und wir stellen uns Gerechtigkeit vor. Und dann fragen wir uns, was wir mit unserer Eigenart dazu beitragen können. Unsere Hoffnungen gehen sogar über die Grenzen des Lebens hinaus, denn deine Liebe verbindet uns mit unseren Verstorbenen. Sie schließen wir ein in unser Gebet, heute besonders Ernst Schmid, der kurz vor seinem 96. Geburtstag aus unserer Kirchgemeinde verstorben ist und vorgestern beerdigt wurde. Wir hoffen, dass er geborgen ist bei dir, wie all die anderen Menschen, die uns vorangegangen sind und die uns mit dem weiter begleiten, was sie uns gelehrt und beschert haben.
Alle unsere Gedanken und Bitten lassen wir einfließen in das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. Wenn Sie mögen, dann beten Sie doch zu Hause mit. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, geh, du Begnadete, du Begnadeter, geh aufrecht, geh heiter, geh eigenartig und halte Ausschau nach der Liebe. Der Geist Gottes wird dich begleiten. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen.